Um mit dem Sturmsoldaten von Level 17 auf Level 18 zu kommen, müssen wir 10 Gegner in weniger als 40 Sekunden in der Region Whalers Bay töten, zweimal 3 Gegner töten, während wir entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden und ohne einen einzigen Fehlschuss, und einen Gegner mit einer Granate aus mehr als 80 Meter Entfernung töten. In der Region Whalers Bay befinden wir uns bereits. Und ja, ich dachte, da können wir vielleicht hier zum Flugfeld gehen. Da müssten eigentlich mehr als 10 Gegner relativ nah beieinander sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann mich natürlich irren. Irren ist männlich. Ja, vielleicht sollte ich da hinten rüber gehen. Und dann ich von dort aus vorarbeiten. Kann mich auch mal hinter das Häuschen da setzen und ein bisschen mit der Drohne scouten. Das ist sicherlich nicht verkehrt. So, hier vorne haben wir einen Heavy. 2 normale Gegner. 3 Gegner da. Plus den Heavy, also 4. Raketenschütze auf dem Dach. 5, Scharfschütze 6. 7, 8. Da wird sich ja schon fast lohnen, mich einfach auf ein Dach zu stellen. Damit ich die alle gut kriege. Da hinten laufen auch noch genügend Leute rum. Ich denke, das könnten wir gut. Oh Gott! Ja, da. Gibt es da irgendwie eine Leiter, wo man hochklettern kann auf diese Dächer? Oder wurden die da einfach hingebeamt? Da ist eine Leiter. Das ist aber eine schlechte Position. Hier auch. Auf der anderen Seite auch eine Leiter? Nee, natürlich nicht. Ah, doch. Nee, es sind nur Rohre. Da ist noch eine Leiter. Das ist gut. Okay, dann würde ich sagen, schlagen wir uns dahin durch. Beziehungsweise schneiden uns hier durch den Zaun, gehen da durch aufs Dach. Von da aus kriegen wir die zumindest mal 3 auf dem Dach ganz gut. Kriegen wir allerdings die Vorderdingens nicht, ne? Es wäre schon gut, wenn wir auf so einem Dach wären. Könnt ihr auch einfach mal vom Boden aus versuchen. Ich mache hier mal ein bisschen Vergrößerung. Ich bin irgendwie nicht mehr glücklich mit dem Visier. Ich glaube, ich mache da wieder die Digitalzieloptik drauf. Ist halt einfach. Ist auf engem Raum nicht so geil, aber auf Entfernung auf jeden Fall besser. Wenn ich zuerst da hinten die nehme. Oh Gott, er sieht mich. Wegzurennen, Mann! Nein, nicht wegrennen! Oh, scheiße. Na, das waren aber nur... Das waren zu wenige. Scheiße! Scheiße, Jacob! Verdammt. Ah, das Geschütz. Da hinten war noch ein Sniper. Ach, verdammt. Den habe ich irgendwie eben bei der Aufklärung nicht gesehen. Den habe ich gekonnt übersehen. Verdammt. Naja, jetzt weiß ich, dass da einer ist. Aber ich glaube, das hätten wir schaffen können. Ich lege mir schon mal wieder mein Handy hier hin.
da an Stoppuhr laufen zu lassen. Damit ich ungefähr weiß, wie viel Zeit noch bleibt. Muss ich im Sturmgewehr? Nee, einfach nur töten. Einfach nur töten. Können wir doch mal wieder das Ding hier auspacken. Naja, aber eigentlich brauche ich das hier nicht unbedingt. Denn die sind unter Dach und Fach. So. Okay. Was ein Fail. Ja, ich bin halt nicht mehr an dieses Visier jetzt gewöhnt. Ne? Ich bin jetzt an das Reflexvisier gewöhnt, auch was die Entfernung angeht. Oje. Wo ist der? Oh, ganz da hinten. Oh Gott. Ah, das. Das wird nichts. Das wird nur wieder ein Tod. Da ist noch ein Heavy drin. Das war unüberlegt. Ich guck jetzt mal, ob ich von dort aus 10 Gegner sehen kann. Ich habe keine Lust, dass diese Folge hier schon wieder 2 Stunden lang wird. So, hier ist der Scharfschütze. So, wir können da hinten dran, könnten wir hoch. Wir haben da einen. 2 natürlich, der Scharfschütze. 3. Ist keiner. 4. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10 natürlich. Da ist noch einer. 11. So, eigentlich müssten wir von dort aus echt genug Leute sehen. Ich müsste halt nur treffen. Wobei ich jetzt den einen Commander mitgezählt habe und den darf ich eigentlich gar nicht mitzählen, denn den muss ich ja töten, um zur Treppe zur Leiter zu kommen. So. Vielleicht kann ich noch weglocken. Oh, der ist gar nicht mehr da. Okay. Kann ich mir. Ach, das ist eine Tür, da brauche ich mich gar nicht durchzuschneiden. Das ist gut. Ich bin nicht hier. So, und da muss es schnell gehen. Hä, wo ist der Sniper hin? Wo ist der Sniper? Hä? Ach, auf der anderen Seite ist der, okay. Dann starten wir mal den Timer. 1, so, 2, 3, 4, 5. Hä? Wo sind die? Was? Wo sind die alle? Ah, oh, 42 Sekunden vorbei. Ich habe irgendwie, ich habe zu viel Zeit da hinten mit dem Heavy verschwendet. Und habe hier vorne aber auch keinen mehr gesehen. Wo sind die denn alle hin? Die sind alle ins Gebäude rein, ne? Ja, da stehen sie alle drin, oder? Nee. Einer oder zwei stehen da drin. Ja, ich habe hier vorne keinen mehr gesehen. Aber wir haben irgendwie eine andere
Töten Sie 3 Gegner, während sie entdeckt wurden, ohne getroffen zu werden und ohne einen einzigen Fehlschuss. Wann haben wir das denn geschafft? Also gerade eben haben wir es geschafft, ich habe es gesehen, aber wir wurden doch eben noch gar nicht... Ach, vielleicht wurden wir von dem Geschützturm entdeckt, das kann natürlich sein. Sind wir jetzt im Kampf? Ja, natürlich. Wenn wir nicht im Kampf wären, könnten wir uns woanders hinbegeben. Tod durch Zaun. Das war jetzt ausnahmsweise mal nicht meine Absicht. Ich wollte einfach da schön gemütlich im Fallschirm landen. Aber gut, ich meine, wir haben die Errungenschaft oder die Herausforderung, die mir am meisten Sorgen gemacht hat, haben wir geschafft. Den Granatenkill zählt. Na gut, wobei ich kann ja eh nur am Biwak wechseln. Ich nehme eine MK2 und hier den Wurfweite-Gedöns. Ist das der hier? Plus 60% Wurfreichweite. Ja. So. Dann machen wir den gerade noch. Warum auch nicht? Das Problem ist, ich sehe halt keine Entfernungsmarke, weil ich halt alles aus habe. Könnte aber eigentlich gerade für sowas Kommunikationsmarkierungen anmachen. Ja, damit ich wenigstens sehe, wann ich jetzt werfen darf. Wir haben ja sonst echt fast gar keine Möglichkeit, die Entfernung einzuschätzen. Also bei Einschätzen könnte man es vielleicht doch, aber ja, ich glaube, so langsam komme ich wieder rein. Aufpassen mit dem Scharfschützen, der da oben auch rumläuft. Schauen wir mal, wie weit sind die weg? Och, über 100 Meter. Mehr als 80 Meter. Ja, das sind 82. Treffen wir den so? Sehen wir gleich. Jo, das war. Töten Sie mit Gegner mit einer Granate aus mehr als 80 Metern. Verdammt, das hätte ich eigentlich damit kombinieren können. Hä? Ich bin wieder. Oh, hallo. Ach, da ist er. Und tot. Vorausgesetzt, er schießt nicht daneben. Jetzt tot. Aber gut. Eine Ehrung, eine Herausforderung nach der nächsten. Eine nach der anderen. Vielleicht sollte ich mir für sowas eine Tech 50 nehmen. Das ist egal, wo ich ihn treffe. Oder eine andere starke Sniper. Aber. Ich glaube, ich mache das nochmal mit der Granate. Oder eine Gasgranate. Ich habe die noch nie benutzt, seitdem. Also, oder vielleicht einmal für eine. Für eine Klassenherausforderung, aber ansonsten habe ich die nicht benutzt, ne? Ich habe die ganze Zeit gepflegt, ignoriert. Dreh dich um. Wurden die durch die Gasgranaten nicht getötet?
Jetzt bin ich aber überrascht. Ich muss das mal ausprobieren. Ich probiere das mal aus. Kann doch nicht sein, dass die eine Gasgranate überleben. Welchen Sinn hat dann eine Gasgranate im PvE? PvP ist klar, ne? So Husten und gradueller Lebensverlust, aber PvE dürften die von mir aus schon direkt umfallen. Das muss ich ausprobieren. Kann doch nicht sein. Es gibt Dinge, die dürfen einfach nicht. Und das ist eins davon. Was für eine Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Er hat eh bestimmt eine Dingens an, ne? Wir kriegen Besuch! Nicht das Ding. Ist einer drin, bitte. Nicht allein. Ja. Alles klar. Oh nein. Au. Hört doch auf mit dem Blödsinn. Menschenskinder. Okay, also die fallen um. Ich hab's eben gehört. Die fallen um, aber erst nach einer Zeit. Also genauso wie im PvP auch. Sind also nicht direkt tot. Was ein bisschen schade ist. Aber deshalb ist der Radius wahrscheinlich auch so groß. Dann machen wir das Ganze eben ganz klassisch mit Sprengungen. Oder ich schleiche mich nochmal ran, lege überall C4 hin und spreng die dann einfach in die Luft. Das wäre doch auch was, oder? Ist der bewaffnet? Ah, nicht wirklich. Ein Kampfheli wäre cool. Und dem wird es bestimmt auch ganz einfach gehen. So einer mit Raketenbestückung. C4, das ist so weit weg, ne? Das ist. Ich mach hier wieder. Geht das so weit? Ja. So, wo sind die? Da oben? Wo sind die? Och Mann! Das wird nix. Ja, gerne. Wenn er schon so lieb fragt. Ist er tot? Sag mal, kommst du jetzt mal aus deiner blöden Deckung raus, Mann? Na toll, das war's. Und tot. Und dich nehme ich noch mit. Jawohl. Gerade noch mit dem letzten Schuss noch einen Headshot verpasst. Naja, schauen wir uns mal um. Es gibt ja noch andere Orte in der Whalers Bay. Aber ich sag ja, diese, also ich habe das ja schon mal gesagt hier, diese, wie heißt's? Dum, 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 dum. Genau. Herausforderungen mit Zeitlimit. Die sind meine absoluten Nemesis. Die Fahrgestellfabrik vielleicht. Gehen wir da mal schauen. Denn 40 Sekunden ist relativ lang für 10 Gegner, ne? Ich meine, ich setze mich kurz hin nochmal für den Verwundbarkeitsbuff.
Also die Herausforderung, 8 Gegner innerhalb einer Kampfgeisttechnik, das war eigentlich schwerer. Eigentlich. Denn da war die Zeit um einiges kürzer. Das waren keine 40 Sekunden. Allerdings konnte ich mir da frei aussuchen, wo ich hingehe. Ach, das ist die Fahrgestellfabrik. Nee, da nicht. Haben wir was anderes noch? Moment, rechts? Ja, da rechts von mir, genau. Da unten hätten wir eine Flugwerkfabrik. Wie kommen wir denn da am besten hin? Darüber, ne? Ist die auch noch in der Whalers Bay? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, die ist noch in der Whalers Bay. Das da unten nicht. Aber das da vorne schon. Ist das das Ding? Jo. Dann gehen wir mal. Oder fliegen. Das sieht schön groß aus. Sieht aus, als könnten da viele Gegner sein. Das Blöde ist, bei den Zeitlimits kann man halt auch nicht wirklich... Hat man keine Zeit, um irgendwie da besonders verdeckt vorzugehen oder bedacht. Ich land mal da. Oder ich fall runter. Kletter die Leiter wieder hoch. Und rammen wir eine Spritze oder auch nicht in den Arm, weil ich keine ausgerüstet habe. Na komm, nehmen wir die. Ist ja egal. So, da oben gibt es Raketenschützen. Da unten gibt es Drohnen. Wo ist die? Da. Da ist die Drohne. Da hinten sind 4 Stück am Helipad. Da drüben ist einer. Auf das Dach müsste ich. Wenn ich auf dem Dach wäre. Da fällt mir gerade was ein. Diese Mutanschussdrohnen kann ich doch einsetzen. Die darf ich ja, ne? Das machen wir jetzt erstmal. Habe ich natürlich keine ausgerüstet jetzt. Simultanschussdrohnen. Dann hätten wir schon mal 3 automatisch ausgeschaltete Gegner. Und ich sehe sogar welche. Dank der Kommunikationsmarkierungen. Was hat er? Ich will eigentlich auf das Dach. Komme ich denn auf das Dach? Gar nicht, ne? Also nicht so richtig. Bestimmt irgendwo eine Leiter. Ne, eine Treppe bestimmt im Haus. Mist. Dann warte ich gerade, bis die Drohne nochmal kommt. Denn die würde ich auch gerne mit einer Simultanschussdrohne ausschalten. So, da hinten haben wir einen. Komme ich irgendwie in dieses andere Gebäude? Kann ich da runterspringen? Per Fallschirm, ohne aufzuklatschen? Ja, gerade so. No risk, no fun. YOLO. Ich würde eigentlich gerne vermeiden, entdeckt zu werden, frühzeitig. Oh, verdammt, zu weit weg. Für die Drohne, ne? Ja. Na gut, dann eben gleich nochmal. Da sind 2 Wachen. Ich habe noch eine husten gehört. Dann gebe ich ihm da hinten die Drohne. Und dann haben wir 5. Brauche ich aber noch 5.
5. 6. Wer die Sau platt macht, kriegt den fetten Boden. 7. Haha, du wärst mir. 8. 9. Komm noch rein. Verdammt. Nein, nicht die Drohne jetzt, nicht die Drohne. Scheiße. Ist hier drin ein Gegner? Nein, natürlich nicht. Ich brauche einen Gegner, noch einen. Hä? Was? Nein, war es zu langsam? Nein. Oh Mann. Ja, ich weiß. Oh, geschafft. Und damit sind wir auf Level 18. Yay, nice. Um Gottes Willen. Das waren wirklich lange 40 Sekunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habt ihr das gesehen? Ich schleppe mich hier so lang. So, oh, komm kaum vorwärts. Oh, und dann die Treppe. Hä? Jetzt macht das nicht mehr, ne? Ich bin gerade die Treppe so hoch gesprintet. Und habe ich keine Ausdauer mehr. Ja, aber auf jeden Fall sind wir Level 18. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.